Alter. So, gibt es ja. Danke. Hey, danke. Danke. Dreht sich leicht, da gehört sich leicht. So, darf ich sehr herzlich begrüßen, da bei uns am Stammtisch. Wir haben mittlerweile den Rundgang durch das Haus beendet. Ich darf vielleicht kurz die Runde vorstellen. Zu meiner Linken der Bürgermeister von Steinbach und der Steier, der Dr. Christian Dörfel, Landtagsabgeordneter. Dann nebenan der Willi Ebner, Vizebürgermeister der Gemeinde Grünburg, war 3 Jahre seit Beginn jetzt Obmann von Wirtschaft Steierteil, hat bei der letzten Generalversammlung Ende Mai das Amt an einen Karl Schwarz übergeben, der sitzt nebenan, Chef des gleichnamigen Musikhauses in Moin und auch Chef der Kärntner Landharmonika-Produktion. Und dann der zweite Obmann, Stellvertreter, jetzt nehmen eben Willi, der künftig auch Obmann-Stellvertreter uns zur Verfügung stellen wird, Dominik Gaspelmeier, Chef der Drechslerei Gaspelmeier in Grünburg und Postpartner in Grünburg. Ja, freut mich, dass du da seid. Wirtschaft Steierteil. Es gibt 350 aktive Betriebe, habe ich mir zuerst gerade noch vor der Sendung rausgesucht. Es gibt die 350 Betriebe, schaffen 2200 Arbeitsplätze knapp, 110 Lehrstellen. Herr Bürgermeister, ich glaube für so ein Teil wie Steierteil ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass man eine starke Wirtschaft hat, oder? Ja, das ist extrem wichtig, weil eine starke Wirtschaft heißt Lebensqualität. Arbeit vor Ort, wenn der Arbeitsplatz da ist, dann habe ich bleibe ich da letztlich, tue Haus bauen oder nehme eine Mietwohnung. Die Wirtschaft fördert letztlich auch die Gemeinden durch die Kommunalsteuer. Mhm. Das heißt, es fließt alles wieder zurück, weil die Gemeinden investieren ja auch in der Region, binden die Wirtschaft ein und so entsteht ein regionaler Wirtschaftskreislauf und das ist ganz wichtig. Und das gibt allen Altersgruppen eine Perspektive letztlich auch. Und je mehr Betriebe, das wir haben, je mehr Arbeitsplätze, je mehr Lehrstellen, umso besser ist das und dann arbeiten wir eben daran, dass man das Schlagwort Landflucht für Steierteil nicht gilt und da geht ohne Wirtschaft einmal gar nichts. Ich glaube, das haben wir jetzt so ein bisschen abgewendet, was die letzten Zahlen sagen. Ich glaube, Steierbach und auch die anderen zwei Gemeinden sind wieder im Wachsen. Ja, es ist sicher auch ein Verdienst von Wirtschaft Steierteil, dass das so ist und dass wir wirklich positive Zahlen haben, was die Bevölkerungsentwicklung betrifft. Mhm. Man sieht es auch an den steigenden Geburtenraten. Mut zum Kind brauche ich ja auch. Ist ja auch letztlich eine Voraussetzung, dass ich eine gewisse wirtschaftliche Sicherheit und eine Verbundenheit mit dem habe. Familie Fenner, das beste Beispiel. Familie Fenner haben gerade zugeschlagen. Ich weiß aber, dass da noch einige kommen. Beim Fenner ist mein Wunsch natürlich noch, aber ich weiß, dass einige heuer noch. Steuerbarer, fruchtbarer Boden. Ja, es schaut so aus. Es ist wirklich gut. Wir sind gekommen, um zu bleiben. Ihr seid gekommen, um zu bleiben, richtig. Genau, und darum helfen wir mir als Gemeinden damit, weil wir überzeugt sind von der Idee, aber dass die natürlich so aufgeht. Muss man auch ehrlich sagen, weil steigende Mitgliedszahlen und auch inhaltliche Weiterentwicklung. Nicht? Wie wir jetzt eben gesehen haben, Internetauftritt, eine eigene Fernsehsendung, das sind lauter so Dinge, die sind auch erst im Laufe der 3 Jahre entstanden eigentlich, dass man wieder einen Schritt weitermachen muss und das ist ist super. Weißt du, gerade Fernsehsendung gesprochen hast, das ist ja auch ohne Liederunterstützung war das eigentlich, waren solche Projekte nicht möglich. Du bist der Vorsitzende der Liederregion ja. Nationalpark Kalkalpen. Ich glaube, solche Aktionen wie die Liederregion sind auch sehr wichtig für den ländlichen Raum, oder? Ja, die sind schon wichtig, aber nur wichtiger ist, dass die Leute Ideen haben. Und wir beurteilen ja eigentlich nur eine Idee oder ein Projekt, passt es in die Gesamtstrategie und geben dann dafür ein Geld her. Es müssen ja Eigenmittel auch aufgebracht werden. Ja? Aber wir geben da eine Förderung von der EU für die Weiterentwicklung des ländlichen Raums und so spielt halt alles zusammen. Zurück zu den Unternehmern, die müssen ja teilweise sehr hart arbeiten. Jetzt habe ich eine kleine Schätzfrage für die. Wir haben vor der Sendung haben wir 10 Unternehmer aus dem Steierteil gefragt, was sie in ihrer Freizeit machen. Was glaubst du, ist rausgekommen? Was sie in der Freizeit machen? Buchhaltung? Nein, so überhaupt in der Freizeit schlafen. Nein, 8 haben die Frage nicht verstanden. Was, also ich habe jetzt keine Freizeit gibt. Keine Freizeit gibt und 2 sind eingeschlafen, weil sie zu mir waren. So. Du, ich weiß nicht, ich bin ein alter Kramerbuhr. Ja. Genau. Meine Mutter hat ein Geschäft gehabt und das war tatsächlich, weil wir das mega Problem,
weil sie hat zwar einen Steuerberater gehabt, aber den Tagesabschluss und die Buchhaltung und alles, das hat sie schon selber gemacht. Und wir sind beim Fernseher gesessen und sie ist vom Geschäft eben gekommen und es war nicht einmal, dass sie eingeschlafen ist am Schreibtisch. Mhm. Und da sieht man schon, was das auch heißt. Und weil sie immer aufs Burli aufpassen haben. Nein, nicht, weil sie aufs Burli, der Burli war immer brav. Ja. Burli war immer brav. Aber weißt du, die Öffnungszeiten sind das eine von Betrieb, ja. Aber du hast eine Vorlaufzeit in der Früh. Und hinten nachher, das sieht dann kein Mensch mehr. Und so sage ich auch wirklich Dankeschön, weil du brauchst, wir sind ja kein Ballungsraum. Ja. Sondern du musst Angebote machen, es soll dann letztlich auch finanziell was ausschauen, aber die Leute müssen es auch annehmen. Weil du kannst dich nur so bemühen, wenn es trotzdem dann in die nach Steyr oder was weiß ich, nach Kirchdorf einkaufen kann, hilft dir das alles nichts. Ja? Und darum ist es so wichtig, auch die Zusammenarbeit da, und darum ist es notwendig, dass die Leute wissen, was gibt es eigentlich vor Ort, welche Produkte, welche Dienstleistungen kann ich vor Ort beziehen. Und es muss immer wieder gesagt werden, dass die Leute, wenn sie daheim einkaufen, daheim in dem Fall ist jetzt Steyrtal, wenn die da einkaufen, dann sichern sie Arbeitsplätze mit ihrem Einkauf. Und wenn sie woanders hinfahren einkaufen, dann sichern sie dort den Arbeitsplatz. Wenn wir gerade beim Macht, das drängen wir mal, oder? Ja, ja, genau. Ja, wir schauen, ist ja eh schon zusammengefallen. Weil wir gerade beim Dankeschön sagen wollen, Willi Edner, Vizebürgermeister von Grünburg, Gründungsobmann von Wirtschaft Steyr. Du hast mit 30. Mai dein Obmannamt zurückgelegt und bist jetzt als Obmann stellvertretend ins zweite gegangen. Du warst aber trotzdem Mann der ersten Stunde und ich glaube, keiner sieht, was da ehrenamtlich für Zeit drauf geht. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was über Wirtschaft Steyr da erzählen. Wie ist das entstanden? Wie groß ist das jetzt? Was ist das eigentlich genau? Ja, entstanden ungefähr vor 4,5 Jahren haben wir die Idee gehabt, dass wir im Wirtschaftsraum Steyrtal die Gewerbetreibenden an einen Verein binden. Dann haben wir gearbeitet ungefähr 1,5 Jahre in der Vorbereitungszeit und 2013 im November haben wir dann daraus einen Verein gemacht. Ja, wir haben im Endeffekt dort 80 Mitglieder schon gehabt beim Start. Das Interessante war auch, dass die Großbetriebe, also Leitbetriebe auch dabei waren und auch alle drei Gemeinden auch mit dabei waren als Mitglieder bei diesem Verein. Kann man ruhig nennen, das ist die Firma Bernecke mal, die Firma Bislinge mal und die Firma Mondi in Grünburg. Und dann haben wir halt die letzten 3 Jahre halt viel Image-Werbung gemacht, dass wir die Leute aufmerksam gemacht haben, was wir alles haben in Steyrtal, dass wir sich die Betriebe haben sich vorgestellt mit einer Zeitung, einer Wirtschaftszeitung, was ja so super ist bei der Wirtschaftszeitung, dass halt die auf 14.000 Haushalte geht und das auf 2 Bezirke ausgedehnt ist und das meine ich, ist ja einmalig. Ich glaube, die Plakataktion war ganz, ganz witzig, glaube ich. Genau, das war witzige über die Bezirksgrenzen sogar hinaus. Gell? Da haben es wirklich in ganz Oberösterreich drum. Haben sie uns da beneidet, das war mal nicht ganz lässig. Ja, und jetzt ist halt der Zeitpunkt gekommen, wo wir halt neue Projekte machen, wie der Bürgermeister schon gesagt hat, einfach Fernsehwerbung, allgemein Fernsehauftritt, Internetauftritt mehr auf Zukunft gängen. Wirst uns nach wie vor erhalten bleiben, sagen wir danke im zweiten Glied, aber auch natürlich. Und das ist auch einer der wichtigsten Vereine, glaube ich, in Zukunft für Steyrtal, ist einfach der Wirtschaftsverein, einfach der auch das. Ich habe die Geschichte gehabt. Wir gehen auf 100 jetzt zu, gell? Ja. Interessenten, also es war schon so eine Schallmauer, die irgendwie ganz interessant war zu durchbrechen, glaube ich. Das meine ich, müssen wir schaffen dieses Jahr. Schauen wir auch, glaube ich, und das einfach auch ein Betrieb aufgehört hat. Das ist das Lässige, dass alle dabei waren von Anfang an bis jetzt einfach dabei sind. Ich habe erklärt, es gibt auf so einen kleinen, einfach so kleine Region von 3 Gemeinden eigentlich kein vergleichbares Projekt in Österreich. Dass 100 Mitglieder in 3 Gemeinden sind, ja. Wo eine Gemeinde nicht einmal über 5.000 Einwohner hat, also keine 15.000 Einwohner, sage ich jetzt einmal. Das ist, glaube ich, normal. Keine 10.000. Keine 10.000. Entschuldigung, ja, genau. Danke, Willi. Ja.
Und wir hoffen, dass du uns wirklich noch lange halten bleibst. Wir wissen, was wir an dir haben. Darf das Wort vielleicht weitergeben an Karl Schwarz, Musikhaus Schwarz, alteingesessener Betrieb. Ich glaube, Karl, ihr seid einer der ältesten Betriebe in Österreich. Seit 1671. Es gibt dann noch ein paar Abteien und es gibt noch eine Glockengießerei, die noch, sag ich mal, im 15. Jahrhundert ist, aber genau. Sonst sind wir der siebtälteste Betrieb in ganz Österreich. Ja. In der 12. Generation. Und du bist welche Generation? Ich bin die 12. Generation, das Ganze ist immer wieder vom Vater auf den Sohn vererbt worden. Hat angefangen, wie gesagt, 1679, damals war die erstmalige urkundliche Erwähnung, damals hat es noch Zunft geben, mal normal drum machen Zunft. Mein Großvater war der letzte Zunftvorstand, der ist 79 verstorben und seitdem ist es eigentlich ein freies Gewerbe. Und auch du bist der Gründungsmitglied und der Motor von Wirtschaft Steyr seit der ersten Stunde vor 3 Jahren. Ich meine, es ist ja nicht so, dass man halt sagt, ich habe nichts zu tun als Selbstständiger. Was ist da der Antrieb, dass ich sage, okay, ich engagiere mich für das Projekt und du bist da jetzt einmal seit 30. Mai neuer Obmann. Warum machst du das? Kannst du was anderes auch tun? Ja, ich habe auch genug was anderes zu tun, so gesehen. Es ist nicht so, dass man irgendwie fahren ist, dass ich das so jetzt. Spaß beiseite. Nein, es ist so, dass wir ja, sage ich mal, ja, sehr überregional tätig sind. Das heißt, wir sind mit unserer Harmonik im ganzen alpenländischen Raum tätig, außer bis Südtirol, Benelux etc., Deutschland sowieso. Und mit der Mautraume exportieren wir in über 40 Länder. Also wir sind da im Nahraum wenig bis gar nicht tätig, aber es ist gerade deswegen ist es mir ein Anliegen, dass man einfach da was tut, dass man zusammensteht, dass man einfach gemeindeübergreifend wirklich auch was versucht zu bewegen und das ist eigentlich, glaube ich, eine Sache, weil man lebt ja da, gerade wie der Christian, der Herr Bürgermeister, gesagt hat. Eigentlich leben wir in einer Region und das heißt immer Kitschen, aber auch Urlaub machen, gell? Das darf man nie vergessen, wir haben eine wunderschöne Region. Und vor allem aber es braucht auch eine starke Wirtschaft, oder? Ohne die Wirtschaft hätte man die Region nicht. Ja. Geht es der Wirtschaft gut, geht es uns alle gut. Ja, genau. Geht es uns allen gut, geht es der Wirtschaft gut. So ist es, weil das ist immer wieder ein Umkehrschluss. Und wir müssen es auch leben. Wir müssen schauen und gerade in dem Bezug ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns untereinander, die Unternehmer untereinander kennenlernen, weil dann können wir auch untereinander profitieren und schauen, was wir vielleicht von dem einen oder anderen brauchen können, dass wir nicht auswärts kaufen. Wir haben zuerst schon gehört, es gibt jetzt erstmals einen eigenen TV-Sender, das ist auch ein Projekt für Wirtschaft Steyr. Was sind so ein bisschen die Zukunftsprojekte bei Wirtschaft Steyr? Digitalisierung, glaube ich, ist ein ganz großes. Naja, Digitalisierung wird sicher eine Hauptsache sein, dass wir da uns einfach vernetzen, dass wir uns da, sage ich mal, dass vor allem einem Kleinen, der halt mit E-Mail oder mit der Sache überhaupt nichts am Hut hat, dass man dem auch ermöglicht, dass man einfach da, dass der E-Mail empfangen kann, also so banale, so einfache Sachen, dass wir da auch den Zugang schaffen zur modernen Medienwelt und auch vor allem zur Vernetzung, dass wir einfach da mit partizipieren und dass wir einfach da die Möglichkeit schaffen für alle, dass wir einfach profitieren davon. Wenn der ein bestimmtes Produkt sucht und man ist da im Spezialisierten, man ist da gut, dann muss man gefunden werden und dann habe ich auch die Möglichkeit, dass ich das entsprechend nutze, dass ich entsprechend nicht nur gefunden werde, sondern dass ich auch entsprechend Umsatz mache. Dominik, da waren wir eigentlich schon fast bei dir. Die kennen alle als Drechslerei Gaspelmeier, aber eigentlich am Einzelstudent hat eigentlich der Gaspelmeier sehr wenig nur mit einer Drechslerei zu tun. Du bist schon lang vernetzt, du hast einen riesen Online-Shop, glaube ich auch schon. Du bist der Spezialist für Holz. Erzähl uns mal, was machst du alles? Welche Produkte gibt es? Ja, das ist nicht ganz freiwillig geschehen. Die Drechslerei hat sich insofern zurückgezogen, dass die Mode nicht danach ist. Das Runde wird momentan nicht gesucht. Also haben wir uns schon vor einigen Jahren einmal überlegen müssen, wie können wir in Zukunft noch überhaupt überleben. Und wir haben in der Firma zum Glück einige gute Künstlerinnen und haben uns dann unsere Stärke der Brandschrift besonnen, haben das verstärkt und haben dann gesehen, dass wir mit dem eigentlich einzigartig nicht nur in Österreich, sondern in Europa sind. Es gibt keinen zweiten Betrieb in Europa, der Brandmalerinnen angestellt hat.
Das haben wir forciert, haben wir uns da spezialisiert. Darf man das kurz vielleicht, dass es für die Zuschauer Brandmalerinnen heißt, die habt ihr schon mal live gesehen. Das heißt, die Meunen, Kunstwerke in Wies. Genau. Schriften, aber nicht nur Schriften, ich habe gesehen, die Kirchen von Storbach, von Meulen, von Lernstein, also wunderbare Sachen. Genau, es geht ums Personalisieren. Genau. Ja. Ich kann dort einen Namen hinschreiben ins Holz, ich kann dort Widmungen machen, ich kann sagen, dem lieben Opa, ich kann dort wirklich meine Freude zum Ausdruck bringen. Darum heißt unser Slogan Freude mit Holz. Und ich glaube, das ist ein Thema, das sich jeder überlegen muss, wo ist er einzigartig? Wo kann er sich profilieren, wo kann er sagen, ich bin da? Weil, Falle, ich kenne viele Kollegen, die das Internet als große Bedrohung sehen. Ja, mag schon sein, weil ein New York 15 Artikel, den kann ich im ganzen Internet vergleichen mit jedem Kollegen. Aber eine spezielle Produktserie oder ein Produkt, das ich selbst produziert habe, selbst entwickelt habe, das stelle ich dann ins Internet und das kriegst du bei mir. Ich muss den Bezug herstellen. Genau. Aber dann habe ich einen Markt, der zigfach größer ist. Und wenn wir das natürlich schaffen, dass man über eine Plattform auftreten kann, wie zum Beispiel mit Wirtschaft Steyrtal, und dann dort gesucht wird und gefunden wird, dann sehe ich da sehr viele Möglichkeiten für die Zukunft, dass wir aus dem Steyrtal eine interessante Wirtschaftsregion machen. Genau. Du hast ja die Schatztruhe schon hergesagt. Du hast ja als Obmann-Stellvertreter als zweiter dankenswerterweise die Vermarktung des Steyrtalers, unserer Geschenkmünze, wieder ein bisschen übernommen. Hast da einen super Schatzton machen lassen, auch bei dir in der Firma. Und ich glaube, das ist eine sensationelle Geschenksidee. Erzähl mir irgendwas über den Steyrtaler. Wo kriege ich ihn überall? Was kann ich damit machen? Ich glaube, das ist auch ein ganz wesentlicher Faktor. Ich glaube, wenn ich mir jetzt das kriege, vor Weihnachten ist der regelmäßig ausverkauft. Verkauft, ja. Der Steyrtaler ist im Grunde genommen eine 10-Euro-Münze, kann man sagen. Er hat den großen Vorteil, dass er in der Steyrtal einzulösen ist. Das heißt, wenn ich zum Beispiel als Firmeninhaber... Das ist voll auf in der Kamera. Ich kann es nicht aussehen. Der Steyrtal hat den Vorteil, ist eine 10-Euro-Münze und ist in dem Steyrtal zum Einlösen. Als Firmenchef zum Beispiel schenke ich den sehr gern her, weil ich weiß, dass mit dem Geld wiederum im Steyrtal einkauft wird. Und ich glaube, muss man dazu sagen, er gilt bei alle bald 100 Betriebe. Also genau. Jeder Mitgliedsbetrieb nimmt den entgegen. Sozusagen. Genau, Ausgabestellen sind die Banken, aber genauso auch zum Beispiel in Steinbach, wie Marcerni, also Gasthaus Czerny. In Grünburg ist Bezirksgericht. Wir machen das Postpartner in Grünburg und in Mollen. Die Stammer Christine macht das auch. Beim Illecker gibt es noch zum Haben. Ich finde einfach eine gute Idee, wenn man was schenken möchte, einen Wert schenken möchte, viele Leute wissen nicht, was schenken sollen, dann schenken wir Geld. Genau. Mit dem Steyrtaler ist es nicht nur Schein geschenkt, sondern ein bisschen was Wertvolles. Man kurbelt die Wirtschaft an und kann sich auch sein personalisierte Schatztreue machen. Wenn ich da schreibe, Susis Schatztreue, schenke ich das meiner Frau, Freundin, habe ich dort natürlich ein bisschen was personalisiert, habe es schön verpackt. Das sind die Kleinigkeiten, die einfach zählen in der heutigen Zeit. Ja, und der kann nehmen für das, was er wirklich haben will. Ja. Weil sonst, wenn du irgendwelche Geschenksmünzen nur von einem Betrieb hast. Wie tust du da beim Friseur? Das kostet keine 10 Euro, wenn du so einen Friseur gehst. Das kostet keine 10 Euro, ist richtig. Ja. Er gibt es ein bisschen Tränke. Ich kann es auch im Betriebsersprass auch machen. Das muss ich einmerken. Wir hängen uns also fast wieder auf eine Welle. Bei dir war es eher wieder. Irgendwann muss ich entscheiden, für ihn oder für euch. Wobei bei dir, du bist das da so aufgebaut, da beißt du am Wölfe. Ich glaube, das machen wir, wenn wir die Friseurinnen einmal dabei haben. Genau. In der Friseurinnenrunde, genau. Dann machen wir damals mal richtige Friseurin. Mit Führer, Friseurin, wenn es wirklich was kann, kann es auch mit wenig haben. Stimmt, ja, das ist die Kunst. Mit Führer kann es jeder. Genau, sehr gut. So, dann bedanke ich mich für die sehr nette, interessante Runde. Ich glaube, wir haben sehr viel dran. Christian, toll, bitte. Wie sollst du hier? Mit Kreditkarten oder mit Steyrdollar? Ja, natürlich mit Steyrdollar. Keine Frage. Das ist aber, wenn ich nicht trinke. Dann ist es ein Freund, das muss ich reichen. Genau. Genau.